keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Ja, hallo liebe WoW-Freunde, wir sind wieder zurück in Classic, natürlich mit Kulti und Shintao. Hi. Hallo. Und das erste, was wir heute machen, ist einen Ruhestein legen. Und wir haben beschlossen, kurz vor der Aufnahme, dass wir dann mal alle unsere Klassenquests machen, parallel nebeneinander. Ich habe hier einen Paladin vor mir mit einer blauen Robe. Ich muss kurz meinen Ruhestein legen, ich komme gleich. So sah man damals aus. Er hat den T2-Kopf von... Wo droppte der? Ich weiß es gar nicht mehr. Die T2-Hosen droppten doch bei Ragnaros, oder? Der T2-Kopf war bei Onyxia. Stimmt. Ja, er hat schon geiles Gear für damalige Verhältnisse, aber ohne Transmogrifizierer sieht das halt echt räudig aus, muss man sagen. Okay, so, Ruhestein habe ich mir jetzt mal hier hingelegt. Habt ihr das auch gemacht? Gerade unterwegs, ja. Suche gerade das Gasthaus. Dann teleportiere ich mich mal zur Mondlichtung. Bei mir hier, ja. Kabasch, ach so. Und dann hole ich mir jetzt meinen Bären ab. Irgendwer hat, glaube ich, auch in die Kommentare geschrieben, erst ab Stufe 20 gab es die Katze. Ist natürlich ein bisschen doof. Ja. So, wir sind jetzt mit 30 oder ja. War das die? Ja. Ich dachte mit 15 Katze und 20 Reisegestalt, nee, aber das war erst später, immer, ne? Genau, es war immer so volle Dinger, volle Szenen. And so it begins, Father Scenarios, bla bla bla. Ich muss zum großen Bärengeist im Nordwesten von der Mondlichtung und mit ihm über die Natur reden. Mal sehen, voll was... Schön. Ja, voll schön, ne? Voll schön Natur. Voll schön. Wo bin ich hier eigentlich in der Mondlichtung? Im Nordosten. Das heißt, ich muss irgendwo da in Nordwesten. Aber ist nicht der Schrein von Romulus Remulus gemeint, oder? Naja, steht nur... Nordwesten. Ich habe immer noch keinen Brief gekriegt. Oh. Brief wegen? Keine Ahnung. Vielleicht schreibt mir ja jemand einen Brief. Einfach so. Ich dachte, Du wartest auch von irgendwem auf einen Brief. Nee, Natürlich. Briefe sind teuer. Kann ich mir nicht erlauben. Kurz an einen Briefkasten. Aber ich hab vergessen, in Danassos Zeug auf meine Bank zu legen. Beziehungsweise, wir wollten ja mal gucken zum Auktionshaus. Das dürfte eigentlich nicht verlinkt sein. Das war doch erst mit BC, meine ich dann, oder? Ich dachte, dass Fraktionen untereinander verlinkt waren. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Nicht von Anfang an. Da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Okay, boah, keine Ahnung. Das Mittlerweile ist ja sogar Horde und Allianz verlinkt. Genau. Das wusste ich, dass es später kam. Beziehungsweise, Ja. Dass du auch in dem Dings-Aha, in diesem übergreifenden Aha, dass die miteinander verlinkt wurden. Ja. War das ja dann irgendwie eins in Booty Bay und eins in... Ich glaube, Ratchet war es, oder? Genau, Ratchet. Wo ist denn hier der Bärengeist? Ich und suchen. Bin doch im... nicht ganz Nordwesten. Nochmal kurz checken, nicht, dass die Himmelsrichtung falsch ist. Nee, ist tatsächlich Nordwesten. Mit diesen Himmelsrichtungen. Ja. Im Osten heutzutage, geht die Sonne heutzutage auf, heutzutage hast du einen Punkt auf der Map und bist verzweifelt, wenn es in der Höhle ist oder so. Obwohl sie das ja mittlerweile Gott sei Dank auch schon wieder stimmt. Verbessert haben, dass es dann grau ist, wenn es nicht irgendwie... Oh, ich habe ihn gefunden. Der große Bärengeist. Auf derselben Ebene ist. Beziehungsweise so ein Pfeil angezeigt wird, 10.000 du nach oben oder nach unten musst. Dem winken wir erstmal. Wink ihm mal. Noch ein 10er Tauren-Druide. Die sind mir alle feindliche übrigens. Ja, aber wenn du sie... Also du für sie noch nicht. Das heißt, wenn du sie angreifen würdest, können sie dich töten. Alter, was ist das denn jetzt hier? Das Ding trackt mir gerade über den halben Bildschirm die Quest. Gut. Wird es doch ja nicht verpasst. Ich muss doch zurück, oder? Ja, ich muss zurück. Dann teleportiere ich mich einfach wieder.
eine Hotkey-Belegung vergessen. Der Taurer hat mir übrigens nicht zurückgewunken, möchte ich mal erwähnen. Ziemlich unfreundlich. So. Das war damals ja tatsächlich noch so ein bisschen Highlight, die ganzen Klassenquests, wie ich finde. Das hat auch so ein bisschen den individuellen Charakter ausgemacht. Ja. So, Return to Darnassus. Okay. Das war ja einfach bisher zumindest. Was müsst denn ihr so machen? Ich laufe nur chill hinterher. Er läuft nur hinterher. Achso, ihr macht die Obwohl, zusammen. Das empfehle ich normalerweise nicht. Nee. Das sind Sachen, die man nicht machen sollte. Niemals mir hinterherlaufen. Ich habe meistens keinen Plan von dem, was ich tue. Das muss irgendwo südöstlich von dieser grausamen Furbolkhöhle, wo wir waren. Es ist ein bisschen nervig, dass man Quests nicht tracken kann, die keine, Kulti. Die nicht erfordern, dass man irgendwelche Gegenstände sammelt. Matting, was für ein Name? Mathrangil Beerwalker. Gesundheit. Nicht noch mehr holen, oh Gott. Das war doch ein Szenario, ein Enklavier, ja. War das nicht der, wo ich die Quest angenommen habe? Vielleicht kriege ich ja jetzt schon direkt meine Bärengestalt. Würde mich freuen. Wäre einfach. Ich habe ja schon einen Talentpunkt sogar in Bär reingesetzt, ne? Oh. Ohne, dass ich es nutzen kann. So. Ich muss jetzt hier irgendwo... Ja, umskillen ist ja eh nicht drin, ne? Ein Gold. Ich muss jetzt hier einen Weg hochgehen. Jetzt muss ich nach Oberdine. Das war doch Dunkelküste, ne? Ja. Musst Ach, du in der Mitte von Darnassus. Scheiße. Nee, in der Mitte in Darnassus ist doch dieses rotschimmernde Tor. Ja, ich weiß. Und dann aufs Schiff und dann rüber und dann muss ich dort drüben Staub auf einen Stein streuen und einen Gegner besiegen. Sah irgendwie hier so aus, dass man da irgendwie Richtung Südosten hoch kann. So, ich wollte jetzt nochmal eben schauen. Nee, gerade nichts. Vielleicht von außen. Catform tatsächlich 20, habe ich letztes Mal echt mich verschaut. Ich glaube, hier ist nur der Höhleneingang, Jen. Also, da steht halt irgendwie gut versteckt, bla bla bla. Also, ich mach das jetzt schon mal, ich reiß jetzt schon mal eben rüber, ne? Ja, wir treffen uns dann einfach. Also, irgendein Mondbrunnen südöstlich von der Höhle hier. Problem bei mir ist jetzt nur, mein Ruhestein hat jetzt eine Stunde Abklingzeit. Also, der Weg zu dem Mondbrunnen ist irgendwie gut versteckt. Katze rastet hier gerade aus. Lass mal. Auch wieder, was hier gerade im Chat gesucht wird. LFM BAD Arena plus 7D plus EMP minus einmal Range DPS to go, nothing reserved, great DPS. Gesundheit. Ja, das mit dem Reservieren, das ist ja auch so eine Krankheit. Ja, ich mach die Gruppe auf, ich darf mir das Item reservieren. Nee, darfst du nicht. Ach, ich habe Nessa Shadow Song gefunden, die Quest gebe ich hier schon mal eben ab. Ja, ich nehme die einfach schon mal an, da kümmere ich mich später drum. Welches Schiff war denn jetzt... Moment, es gab nur das eine Schiff, ne? Die Draenei kamen dann doch erst eine Erweiterung später. Ich habe so das Gefühl, eure Klassenquests sind ein bisschen näher. Ja, aber dafür musst du suchen, weil ich habe absolut keine Ahnung. Oh Gott, ist das hier hässlich, wenn ihr das gerade sehen könntet. Ihr werdet es nachher noch sehen, wie die Entwickler hier einfach einen Bootssteg immer wieder den gleichen Abschnitt hintereinander platziert haben und die Balken so richtig hässlich ineinander reinragen. Das war doch mit Schiff, ne? Hier gab's doch kein Greifen rüber, oder? Lachen. Nicht, dass ich jetzt hier ewig auf ein Schiff warte. Vielleicht hätte ich doch mal angeln lernen sollen. Gehen wir nochmal zurück. Weil jetzt das Schiff kommt, ne? Ich glaube, hier könnte es fast eventuell unter Umständen... Hier ist ein Weg auf jeden Fall. Ampelpfad. Fishing Trainer. Ja, hier ist ein Weg. Oh, 90 Kupfer. Also,
Gut versteckt sehe ich was anderes, weil da Straßenlaternen an den Weg gesetzt wurden. Aber gut. Ist das da ein Flugmeister? Das ist ein Flugmeister. Stimmt, man musste ja auch noch die ganzen Flugpunkte freischalten, ne? Mit dem Patch müssten die Flugpunkte schon verbunden sein. Also man musste nicht mehr zwischendrin landen, oder? Oh, ich habe hier noch eine Quest, die ich abgeben kann. Achso, nimm einen Hypogreif nach Oberdien. Ja, hier, okay, dann hier doch bin ich kein richtig. Schiff. Okay. Doch kein Schiff, dann eben doch mit dem Greifen. Warte mal auf dich, ich habe keine Lust zu sterben. Ich bin mal gespannt, ob ich das gleich schaffe gegen das Vieh. Ich habe kaum Leben, ich habe nur 207 HP. Das ist echt wenig. Ja, du stirbst und dann sagen sie, ja, du bist zu schwach, hier kriegst du eine Bärengestalt, damit du mehr aushältst. Ja. Ich muss ja den Bärengeist besiegen, also Luna Claw und seine Stärke. Oder earn the strength of body and heart it possesses. Your English is not the very, not the yellow of the egg. Not the yellow of the egg, ja. Not the yellow of the egg. Kennst du von den Rocket Beans hier Baking Bad? Nee. Nee? Ja, schade. Ich guck kein Rocket Beans. Echt nicht? Nee, ich guck, wenn ich gucke Streams oder so ein Zeug, dann gucke ich irgendwelche ja, Overwatch ja Pro Gamer. Ne? Also. Oh, ist übrigens sehr schön, Oberdine mal nicht zerstört zu sehen. Seit Cataclysm ist das ja alles Matsch hier. Also ich bin quasi fertig. Also ich weiß nicht, wo du hin musst. Wow. Okay, dann, ich glaube, du bekommst ja deine Death Stance dafür, oder? Ich hoffe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendjemand hat mir sogar unter dem einen Video, wo ich wusste, wo ich meinen Punkt reintun sollte, geschrieben, wo ich den Punkt reinsetzen sollte. Ich glaube, es war Fury. Aber ich habe den Punkt nämlich immer noch nicht verteilt. Moonkinstone of Oberdin. Egal, dann mach ich's mit 11, dann habe ich 2 Punkte. Ja. Ist das der Moonkinstone? Wo war ich hängen geblieben? Genau, ja, mit den Streams, wie gesagt, ich bin halt, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Streamgucker. Mit meiner Freundin zusammen, wenn wir während des Essens streamen wir dann immer irgendwelche Overwatch Pro Gamer auf dem Fernseher und gucken uns die an. Mag vielleicht für einen oder anderen komisch Osten klingen. Von Oberdiner. Nö, wieso? Andere schauen halt irgendwie Fernsehen nebenbei, ne? Ja, schon. Also von dem ich habe halt das Glück, dass meine Freundin halt genauso von Overwatch besessen ist quasi wie ich. Jetzt muss ich in Osten in irgendeine Moonkin-Höhle? Aber ich dachte, ich krieg meine Bärengestalt. Nö. Puma was dafür. Hier, weiß nicht, diese Höhle über dem Baum? Nee, wo bist du? Ach, du bist ganz... Ich nehme hier alles, was ich nebenbei so sehe, schon mal an. Kann ich ja nachher teilen, aber ich mache das jetzt natürlich noch nicht. Schön hier. Nur mal kurz lesen. The one closest to Oberdin. Okay. Keine Ahnung, wo die Höhlen sind. Oh, das sieht aus wie eine Höhle. Hab nix gesagt. Oh, da liegt schon ein toter Taure. Das macht ja Hoffnung. Oh, die Viecher sind Level 12. Ich will hier nicht rein. Level 13. Echt? Ich hab das Gefühl, ich sollte nicht hier sein. Ja, die Klassenquests, wie gesagt, waren halt echt schwer so. Oh, da ist er. Mit Level 10 haben die echt schon Luna manchmal... Claw Spirit. Ja, aber der Mob, den wir jetzt getötet haben für deine, war ja auch Level 10. Genau, ich weiß aber nicht, ob danach noch was kommt, weil... Alter, ich krieg jetzt wahrscheinlich voll auf die Schuhe. Ja, gut, das stimmt. Aber es ist ja ein Stück weiter quasi. Beide Quests angenommen. Oh, ich hätte mich mal vorher buffen sollen. Alter, haut das Ding rein! Sieh nur deiner Pieber, zack. Oh, fast tot. Ein Hit, ein Drittel Leben. Nein, 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 ich hab kein Mana mehr, das ist mein Tod. Geh weg, geh weg, geh weg. Bye. Da ist er tot. Ich hatte mich auch nicht gebufft, so eine Scheiße hier. Alter, wo bin ich denn? Ja, das Buffen vergisst man heutzutage, weil man es ja, also man vergisst es, weil man es heutzutage gibt's ja nicht mehr braucht. Ne? Eben. Mit der...
Ich glaube, nur noch der Pala hat irgendwelche. Ja, der Retri. Das war so das Einzige. Und er muss buffen, weil er sich dadurch auch noch verstärkt. 4% seiner Stärke. Sprich, wenn du nicht buffst, bist du auch noch selber schwächer. Damals, also, wer immer Priester gespielt, musste immer Stamina buffen. Und ich, wie oft ich das vergessen habe, oder wie oft im Raid jemand sagen musste, hier, buffen. War schon echt, wenn, als ich das gelesen habe, dass das rausfällt, dann war ich echt froh. Ich hätte mal Alchemie lernen sollen, dann hätte ich mir schon irgendwie Tränke oder so herstellen können. Mann. Jetzt steht das scheiß Vieh da. Cool, hier kann ich noch eine Quest annehmen. Machen wir die noch, oder? Oh, ich kann Kirschen an. Aber die ist wahrscheinlich zu low, oder? Vor allem, ich kann es auch nicht wurzeln, weil es in der Höhle ist. Ja. Wurzeln kommen ja von oben, habe ich mir sagen lassen. Mm. Aus den Wolken. Wo keine Wolken sind, da. Nimm sie einfach mal an und guck mal. Hä, auf was habe ich denn meine Wurzeln gelegt? Also, sie ist auf jeden Fall gelb, die Quest. Toll, jetzt ist er gewurzelt. Wie lang denn eigentlich? Schurke, renn nicht vorbei, hilf mir! Elfer-Quest. Ha, ich hab's auch so geschafft. Ist hier der Brunnen vielleicht für die Fiole? Ja. Jetzt muss ich zurück nach Danassos. Hier kannst du die Fiole benutzen. Bin? Ja, Moment. Ah ja. Also ich muss jetzt zurück, wahrscheinlich bekomme ich dort dann meine Bärengestalt. Habt ihr eine von euren schon fertig? Nee, fertig nicht. Also ja, die erste halt, aber ich muss sie halt dann noch abgeben, aber mit Kulti zusammen machen wir jetzt seine. Also naja, okay. Jetzt sind wir vielleicht ungefähr zeitgleich fertig, weil ich brauche noch ein bisschen, bis ich wieder zurück bin. Ich hab halt auch echt scheiß Gier. Wo war denn jetzt der Flugmeister nochmal? Gott, ist das alles lang her hier. Aber ich finde die Dunkelküste eigentlich echt schön, muss ich sagen. Und da ich damals nie wirklich Nachtelf gespielt habe, ist das auch alles so ein bisschen neu. Oder Druide habe ich damals nie gespielt. Komplett neu für mich. Hab ja bis heute keinen Druiden oben. Ah. Oh, da unten war noch eine Quest, egal. Komm ja nochmal hierher. Ich hatte auch nur den einen Druiden damals, der mir quasi. Oder der komplette Account. Ja, hinter dem Baum müsste dann der Mob sein. Hinter dem Baum? Hoffen wir es mal. Wir hätten einen Jäger nehmen sollen noch. Dann hätten wir hier ein cooles Pet zähmen können. Aber ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ach, da fährt doch ein Schiff. Aber ich glaube, das kommt von Minitil. Das sieht aus wie ein Menschenschiff. Das mit den Pets war ja damals eh noch so ein bisschen. Wenn du damals ein Pet gefangen hast, war es ja das Level, was es hatte. Und eben. Musstest es dann leveln. Also wenn du dir irgendwie dann mit Stufe 60 ein Low-Level-Pet irgendwie 10 oder 11 oder was weiß ich geholt hast. Das ganze Pet-System war doch noch richtig Tamagotchi-mäßig. Nachleveln. Ja, so ja, wie jetzt nicht nur, nicht nur das, sondern das war doch auch dann mit Talenten. Und war das dann nicht so, wenn du andere gefangen hast, dass du von dem Fähigkeiten übernehmen konntest oder so? Irgendwas ja, war doch dann. Aber auch nur, wenn sie irgendwie dieselbe Gattung. Ach, ja, ja, das war sowas. Ganz kompliziert eigentlich. Aber ja. Es war auch sehr tiefgründig irgendwie. Also war so wie deutlich, der. Oh, Alter. Ja, was denn so hier wie los? Der Schurke eben seine alchemistischen Sachen da irgendwie noch hat. Ich glaube, wir müssen ihn nicht töten, kann das sein? Was? Ach, ich das muss kann nicht sein. Taschendiebstahl machen. Das muss mir mal die Quest nochmal durchlesen. Erstmal töten. Da siehst du so einen Mob. Plötzlich tauchen um ihn rum irgendwie so 8-9 Mobs auf und kloppen mich einfach tot. Ja. Hättest du mal deine Death Stance gehabt? Ja, das ist. Ich hoffe ja, ich hab sie bald. Oh Gott, ist das weit. Hier laufen aber gerade auch. Mach mal alleine. Auch echt viele Level 60er schon. Brauchst du mich, also musst du töten? Ich weiß nicht, ich probier's mal mit Taschendiebstahl jetzt.
Stimmt. Du darfst nicht in deiner Quest. Wo ich hier den Jäger gerade sehe, der hatte ja auch noch die ganzen Aspekte. Ja.